Hallo, herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Elgrad. Ja, ich kacke mal weiter. Ich war ja kurz mal im Kleiderschrank, habe ein bisschen angepasst. Das ist ja schön, dass man jetzt kann, ne? Gut, Handschuhe wollte man nicht. Aber das war ja mal eine Auswahlmöglichkeit. Ne? Ja, dann macht das nicht gepresst. Den Ball nimmt er jetzt mit. Das war ja nicht so geplant. Mal sehen, ob ich das irgendwann rausfände, wie das den programmieren wird, ob ich diese Proben nicht bekomme. Ansonsten, bis auf diese kleinen Ecken, also Ecken hat er eh Probleme, ne? Also diese kurzen Enden sind eh blöd zu fahren, ne? Aber mit dem kann ich leben. Überwiegend gut gesammelt, gut geschwattet. Beim Wehen war auch gut. Überwiegend. Da habe ich im Grunde einen blöden Kurs gehabt. Aber sonst hat es funktioniert. Ja, das muss man noch alles sanieren. Dann können wir das entsprechend verkaufen. Ne? Den Rand dünge ich noch fertig. Und dann werden wir nachher die Nachtsteller vorausspulen. Also überspulen im Prinzip. Weil im Dunkeln großartig sein. Ne? Bei mir geht es so einigermaßen vom Licht her. Hier wird nicht zu sehen, deswegen die Möglichkeit. Aber das Gras muss man gepresst werden, dann wird dann alles fast zur gleichen Zeit simuliert. Ne? Also Kalken muss ich auch noch. Den Rand vor allem. Den Rand in der Mitte muss ich nicht. Dann in der Mitte machen will. Dann lasse ich mal bei Gelegenheit mit Kurzbild arbeiten. Ob schon Geld mit Auto abholen, mal schauen. Müsste aber noch große einfahren, um abzuholen. Ne? Habe ich noch nicht geschafft. Die Straßenkurse sind ja programmiert, glaube ich. Ob die funktionieren, ist eine andere Frage. Also, ja. Dann können wir bald die ersten Ballen verkaufen. Morgen auch nicht. Das, ist noch, das geht noch nicht. Aber übermorgen sicherlich. Ja, da wo man die Teuche erkennt, das ist eigentlich keine Wiese im Prinzip. Ne? Also keine 100% Ertrag. Und deswegen werden wir den Rand gekuppert, kann man sagen. Mit Kupper erstellen, der Fall, dass das geht. Mit dem Mod. Ich will ja nicht hetzen, es kommt dunkel. Da hat der Kalk nur 18 Meter, das ist ja leider das Problem. Aber ist halt so, ne? Ja. Draußen wird gerade Schnee. Beim milden Wetter, sagt man so, da gibt es ja Vorteile und Nachteile. Ja, besonders sparen wir Heizung ein, ne? Wenn es ein Bild ist. Und der Kollege ist fertig. Da haben wir den. Dann kalken wir auch leider den Rest. Umklappen, vorbeikommen.
den Rest noch kalken. Geht gleich hoch mit der Geschwindigkeit. Jetzt hat noch eine Runde gereicht. Und da können wir morgen düngen. Düngen ist nicht ganz so dramatisch. Das ist Geschwindigkeit erhöhen. Nicht mehr wie möglich. Dunkel. Stellen wir das Gerät weg. Und den anderen Kollegen fahren wir auch weg. Dann können wir morgen noch Gras mähen. Da vorne geradeaus die Wiese. Das können wir auch morgen machen. Die Kühe morgen gleich füttern, also Helvet. Gleich mal bereitstellen, den Hänger. Irgendwas flackert da hinten, geht gerade Wachstum durch. Ja, Kreditzinsen, Produktionskosten, Betriebskosten, Gebäude, Heulager sicherlich. Futter wieder an der Ecke. So was drin, kann man da nutzen. So. Und wie gesagt, morgen in-game heute düngen. Und wir haben wieder Tag. Ja, so können wir auf normal einstellen, auf 5. Oh, er sagt Regen an, das ist gut für die Wiese. Kann das Gras wachsen. Und den Dünger aufnehmen, ne? Ohne Wasser geht ja nichts. Station, das ist gut. Nicht alles gebraucht. Du siehst aber mächtig mager aus. Mineralfutter so aufkriegen, ne? Mischen tun wir später neu. Dafür haben wir Heu und Silage da. Was macht eigentlich unsere Butter und Milch? Das können wir ja verkaufen, ne? Ich habe ja den Autoanhänger, also naja, nicht erneuert, aber aktuelle Version untergeladen. Ne? Bei Modhoster gibt es den ja. Mittlerweile gibt es auch schon die großen vom Kugel. Ist aber noch ein bisschen zu groß in meinem Hof. Da haben wir schon 1, 2, 3 Käse und Butter. Produktionsmengen könnten ein bisschen mehr sein. Ne? Gucken. Milch haben wir noch mit drin. 8000. Käse 42. Ne? Das müsst ihr mal merken, wie oft und wie. Milch 1600. Produzieren mehr Milch als wir verarbeiten können. Wenn wir ein bisschen Geld verdienen, ne? Kriegen wir aus. Nicht eingerichtet, kann sein. Bin sehr gespannt, ob ich nachher ein bisschen Anarbeitung spiele und dann auch Kopf. Auf Mikrofon, also auf Lautsprecher mache ich das auch.
Problem erledigt sich meist von alleine. Also komischerweise kriege ich dann auf, über Lautsprecher, wenn ich Pech habe, ein richtiges kräftiges Rauschen. Ne? Also kein Ton mehr zu hören, nur noch ein lautes Rauschen. Muss mal schauen. Ich habe ja nur ein USB-Stick bestellt. Boah, kostet 54 Euro. Für 16 GB glaube ich. Dann will ich mal versuchen, mir den. Bin ich richtig? Käserei. Windows 11 zu installieren. Windows 11 geht ja bei allen Rechnern nicht oder vielen ja nicht, weil TMP heißt ja glaube ich nicht so funktioniert. Aber bei mir, ich habe den eigentlich, aber das ist das Problem. Kirche war gewesen oder noch ein Gebäude? Mal gucken. Muss erwarten. Einige Treiber sind da, stehen da quer. Und das sind bei mir Lenkrad und so. Und da wollte ich eigentlich nicht. Boah, da geht ein Supermarkt. Guck das auch. Ah, Wüste. Ja, und da wollte ich halt. Ja, am Montag immer Post und mal sehen, dann kommt er gleich machen, mal sehen. Es gibt da so einen Trick, ganz offiziell, Rufus, ja, so ein Programm, der das erledigt und dann kann man darüber das updaten. Ich riskiere es mal, für das Spiel soll ja Windows 11 besser sein. Soll. So. Und lädt er ab. Links. Genau. Ja, 9000. Gut. Nebenbei verdient, ne? Grün machen wir weg. Jeden Tag 9000 verdienen, ja gut. Kirche ist weg, ne? Da ist die Käserei. Und da ist die Kreuzung, ja, richtigen Weg. Man muss also zurechtfinden an der Straße hier. Hier im Ort. Da muss ich gleich mal Dünger streuen, ne? Das ist ja auch. Mit Kursplay wird es nicht funktionieren, weil über die Ballen stehen. Muss ich manuell machen. Erstmal düngen. Und dann können wir die kleine Wiese. Die kleine Wiese, wenn ich da keine. Ist das nicht ganz so dramatisch. Das war knapp, dass wir hier ohne Schaden spielen. Gibt's aber nicht. Müsste ja alles berechnet werden, ne? Also, das ist ja das. Dünger streuen wollte ich. Die Krähen nerven ein. Ah, doch. Eine Ehrenrunde. Quatsch. War doch richtig. Ich war schon Gedanken bei Futter gewesen. Auch einen Düngerstreuer, den kleinen, den wir mal verkaufen. Hier, das ist Fendt. Dieses Fendt-Paket von Onkel Yogi. Also Traktoren ohne Ende, von klein bis groß, bis sehr groß. Ein Gewicht dazu, wo man sich einstellen kann, sicherlich vielleicht. Kann man, Feldhexer. Drescher und die passen Mähwerke dazu. 15 Meter.
das Original Frostmeer gibt, keine Ahnung. Nehmen wir an, ne? Hier. Gut, 100.000 ist übertrieben, würde ich so nicht nehmen. Aber hier ist der mit Lagerkapazität. Na gut, das wäre. Also hier ansonsten viel Auswahlmöglichkeiten. Ja. Kann man sich aussuchen. Und es gibt noch Krone-Pack, ne? 12 Meter, das kommt, ist auch, nee, 13 Meter haben wir das. So, hier haben wir auch einen. Der passt auch mit rein. Schneidwerke. 12 Meter, bisschen übertrieben, aber gut. Sammelt, warum hier zwei eigentlich davon? Ach, hier kann das aufsammeln. Da. Nur Gras, okay. Ob der Outlook ist? Glaub ja nicht. Das ist der Schwatter. Aber die Grassammelwagen, die habe ich den, ne? Also der kann nichts sammeln, aber 100.000. Weiß ich jetzt nicht genau. Der ist ein Sammeln hier. Sag mal, 56 ist das normale Maß. Und die Ballenpresse. Arbeitsbreite 4 Meter, okay. Ansonsten, das ist normal. Ja. Wer Interesse hat, Mod-Roster. Fan-Paket und Krone-Paket. OV. Also ich mache normalerweise keine Mod-Vorstellung, aber es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, ne? So 3000. Also bei Paketen, die mich persönlich auch interessieren würden, ne? Also ich kann die aber nicht. Hier vorne sagt gut, ja, ich kann aber nicht garantieren, dass da alles was immer fehlerfrei läuft. Ne? Das kann ich nicht. Also, ich kann zwar reinschauen, muss ja separat machen und nur diesen Mod drin haben, eine Vorschlagkarte und dann entsprechend mal kurz mir Geld draufschreiben. Das ist ja ein Problem, aber außerhalb des Spiels. Ne? Weil das wäre dann hier im Spiel wäre das nicht alles und könnte man nicht verdienen so schnell, ne? Aber so denke ich drüber nach. Mein gut, dass es so viel ist an Mengen, man muss ja nicht nehmen, ne? Also kann ja jeder für sich entscheiden. Ich versuche einigermaßen so weit wie möglich wie es geht in der Realität zu spielen. Mal versuchen, ne? Also klappt nicht immer, gebe ich zu. Als Solo-Spieler bist du auch irgendwo auch an Kompromiss gebunden. Ne? Also irgendwo musst du auch eine oder andere Abstriche machen. Wenn ich die ganzen Ballen sehe, da bin ich schon eher bereit, mit einem großen Vogel-Autoloader mit aufzuladen und zu verkaufen. Aber ich will es ja irgendwann mal so gestalten, dass wir die Ballen, also die nicht mehr Ballen pressen, sondern ein Silo einfahren und dann verdichten. Das wäre erst theoretisch mit Crossplay und Outdrive schon möglich. Ob es in Verbindung und beides zusammenarbeiten, das weiß ich noch nicht. Und dann würde es eher ein Silo fahren und dann mit dem Radlader in die BGA kippen. Zum Verkaufen sind immer Silageballen. Besser geeignet. Ist ja auch, ja, wenn man Silage lose dann verkauft, muss es auch verarbeitet werden. Also muss entweder verfüttert werden oder, ja. Ansonsten ist es ja irgendwo noch nicht. Es würde ja verderben, ne? Also ist ja gut der Luft dran. Im Prinzip ist ja. Ne? Deswegen. Ist das hier logisch? So, schau, das soll es für heute gewesen sein. Dann tschüss, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Schönen Dank, dass Sie reinschauen.